So Leute, jetzt gibt es Tiere treffen ihren Besitzer nach Jahren wieder. Alter, ich habe schon oft mir solche Videos reingezogen, wo so Leute ihren Hund wiedersehen, weil der ist weggelaufen und wird dann gefunden und dann werden sie wieder vereint und oh Mann. Leute, das Video ist von Verrückten Lab. Guckt da gerne mal vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da. Und jetzt bin ich gespannt. Let's go. Das sind echt einfach immer so eine Wohlfühlvideos. Der schlimmste Albtraum jedes Tierbesitzers ist der Verlust seines geliebten Haustieres. Oh, ja. Und einige von ihnen kennen nie nach Hause zurück. Doch heute zeigen wir euch die herzzerreißendsten Wiedervereinigungen aller Zeiten. Schaut bis zum Ende zu und ihr werdet eurem Haustier eine dicke Umarmung geben wollen. So sieht ein langes Treffen mit echten Familienmitgliedern aus. Rebecca hat ihre Welpen seit 6 Monaten jetzt, nicht gesehen. Und ich bin mir nicht sicher, wer mehr aufgeregt war. Ich liebe einfach solche Videos. Katjas Katze Timmy ging vor 9 Monaten verloren. Und sie hat immer noch keine Ahnung, dass Timmy dank seines Chips gefunden wurde. Die Katze hat gar keinen Bock. Die liegt da einfach nur so, moin, da bin ich wieder. Diese Eltern hatten für ihren 10-jährigen Sohn die beste Überraschung der Welt. Sie brachten seinen Hund nach Hause, der seit 2 Monaten vermisst war. Guck mal, wie der Hund... Oh. Sorry, dann vielleicht bin ich da der Einzige, aber ich... Also ich bin nicht der Einzige, der sowas enjoyt, aber... Der kleine Schimpanse ist vor Freude neben sich, als er den gleichen Freiwilligen trifft, der ihn vor Jahren gerettet hat. Das ist echt... Niemand vermisst uns so sehr wie unsere Haustiere. Diese Hündin ist das perfekte Beispiel. Sie hat ihren Besitzer seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Ja, unser Hund war auch manchmal so, dass man sich dachte, ey, wir waren doch nur ganz kurz weg, wir waren kurz einkaufen und der Hund rast so. Doch Tofu war so froh, seinen Besitzer zu sehen, dass er sprachlos wurde. Die freiwillige Jamie Trainer zog diese mehrere Tonnen schweren Babys auf. Und sogar nach 3 Jahren begrüßen sie sie wie ihre eigene Mutter. Gut, ich sehe, also bin ich der Einzige, ich sehe da jetzt nicht so viel Emotionen bei den Haushörern. Ich weiß es nicht. Vielleicht würden sie sonst auch die Leute fällig machen. Dieses Mädchen hat keine Ahnung, dass heute ihr glücklichster Tag aller Zeiten ist. Schließlich wartet der Hund, der vor einem Jahr entführt wurde, zu Hause auf sie. Schaut euch nur diese süße Wiedervereinigung eines Mannes und eines riesigen Kondors, den er gerettet hat, an. Aufgrund einiger finanzieller Probleme war die Familie dieses Mädchens gezwungen, ihr Pferd zu verkaufen. Und es dauerte 4 lange Jahre, um dieses herzerwärmende Wiedersehen zu arrangieren. Und da ist er wieder. Oh, das muss, glaube ich, noch richtig krass sein, dass wenn du so dein Haustier verkaufen musst. Weil das diese besten Kumpels fanden sich in den Bergen nach 2 Wochen Trennung wegen der Quarantäne wieder. In solchen Momenten kann selbst ein Esel seine Emotionen nicht zurückhalten. Da kenne ich noch so ein anderes Video, wo so ein Esel auf einmal so angelaufen kommt und so komplett ausrastet. Das war auch so ein schönes Video.
Diese Hündin hat ihre Besitzerin Chris seit 3 Monaten wegen des Lockdowns nicht mehr gesehen. Und nun kann Chris sie endlich mit nach Hause nehmen. Warum so lange nicht? There you go. It is. Wartet, hat der Hund gerade Hallo gesagt? Das passiert mit dem König und der Königin der Bestien, wenn sie den Kerl treffen, der sie vor Jahren gerettet hat. Sie werden einfach zu verspielten Kätzchen. Ja, und was ist, wenn er dich nicht erkennt? Dann gibt's einen Snack, boy. Also Respekt, aber ich hätte das schon ein bisschen Schiss, glaube ich. Weil das ist immer noch ein fucking Löwe. Und so grüßt die Löwin Sirga ihren alten Freund. Jetzt frisst sie ihn. Was wiegt der denn? Oh ne, warte, da gab's glaube ich früher ein Meme, oder? Die Art und Weise, wie diese Hyänen nach 2 Wochen Trennung ihren Menschen begrüßen, beweist, dass Hyänen auch sehr coole, liebevolle und soziale Zu Tiere sein können. Zu was gehören Hyänen eigentlich? Sind das Hunde, also sozusagen so Katzen? Wer kommt denen am nächsten? Wisst ihr, was ich meine? Seht ihr, wie dieser Tigerhai namens Emma auf dieses Boot reagiert? Sie weiß, dass es ihr Lieblingstaucher Jim ist, der sie vor 20 Jahren vor einem Haken gerettet hat. Ja, no front, aber ich glaube nicht, dass der Hai das checkt. Also, dann Respekt. Ich glaube, das ist einfach ein chilliger... Ey, das ist schon... Und dieser gute Junge hat seine Eltern wirklich vermisst. Denn er konnte sie sogar vor der Tür spüren. Ja, Hunde riechen das. Es gibt auch so ein Video, da checkt der Hund erst gar nicht, dass es sein ehemaliger Besitzer ist. Und dann Selbst riecht ein er ihn. So großer und auf einmal merkt er, wow, das diese ist beiden mein Herrchen. Freunde nicht voneinander trennen. Das war auch so traurig. Giraffen sind auch so fucking interessante Tiere, ne? So grüßt eine Schimpansengruppe ihren Besitzer, der sie vor vielen Jahren vor medizinischen Experimenten gerettet und in ein neues Zuhause gebracht hat. Guck mal, da kommen sie jetzt alle. Moin! Das ist ein Elefant, ne? Nein, das ist kein Tierangriff. Das ist die grenzenlose Freude eines Tempelelefanten, der einfach seinen alten Freund wieder sieht. Eine Löwin namens Chiara vergisst sofort, dass sie ein Raubtier ist, als sie ihren alten Besitzer sieht und sie begannen mit Umarmungen anzugreifen. Aber das sind auch schon wieder so ganz viele Wildkatzen. Da gab es ja auch den Film Tiger. Das waren die letzten 3 Tage in Garys Leben. Der dachte, er würde seinen Kameraden nie wiedersehen. Aber die Polizei fand den gestohlenen Hund und brachte ihn nach Hause. Oh, guck mal, wie glücklich er ist. Schau dir an, wie glücklich diese beiden Löwinnen sind, nach 7 Jahren ihre alte Trainerin wiederzusehen. Es ist offensichtlich, dass sie ihnen beigebracht hat, richtig zu lieben. Das war eine sehr unerwartete Überraschung im Tierheim. Es war die Katze dieser Frau, die vor fast 13 Jahren verschwunden war. Was? Im Moment, 13 Jahre. Die Katze kennen die doch gar nicht mehr. Guck mal. Und sie ist jetzt nicht unbedingt so interessiert. Nicht nur ihre Welpen wiedergesehen, sondern sie ist auch Teil ihres Rudels geworden. Und das ist alles für heute. Erzählt uns in den Kommentaren von der längsten Zeit, die ihr jemals von eurem Haustier getrennt wart. Und abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht. Auf jeden Fall nicht lange. Vielleicht mal irgendwo in den Sommerferien. Aber eigentlich haben wir unseren Hund immer mitgenommen.